einen geistlichen Vortrag zum Thema Leiden Christi. Ich habe ein bisschen überlegt, über was soll ich referieren. Jetzt heute Morgen, wir stehen in der Fastenzeit. Ich habe letztes Jahr einen sehr ausführlichen Vortrag gehalten über die Fastenzeit, Sinn der Fastenzeit, was für Werke kann man da auf sich nehmen. Wer diesen Vortrag hören möchte, der ist immer noch in DGW aktuell. Ihr müsst einfach zurückscrollen in die letzte Fastenzeit, da findet ihr den online zum Anhören. Aber jetzt dieses Jahr möchte ich eben über das Leiden Christi sprechen, als Vorbereitung auf die Passionszeit. Überhaupt die Fastenzeit ist eine Zeit, wo wir uns besonders dem Leiden Christi zuwenden sollen, dieses besonders betrachten sollen. Und ich mache das ganz einfach anhand vom heiligen Thomas von Aquin. Also wir gehen heute Morgen einfach mal ein bisschen in die Summa Theologica. Das ist ein Buch, das ihr vielleicht noch nie in der Hand gehabt habt, weil man sich denkt, das ist nur für Theologen. Und ihr werdet sehen, der heilige Thomas argumentiert ganz, ganz einfach und er bringt gewisse Punkte ins Zentrum oder auf den Fokus, die man vielleicht sich schon lange mal gestellt hat, irgendwelche Fragen oder Überlegungen zum Leiden Christi. Und von daher, was ich jetzt referieren werde, ist nur eine Questio aus seiner gesamten Summe. Also es ist sehr, sehr wenig. 12 Artikel, gehen wir die Fragen durch und besprechen diese Punkte. Das ist in der Tertia Pars, also hier seht ihr die Abkürzung. Tertia Pars, Questio 46, Artikel 1 bis 12. Eine kleine Vorbemerkung zum Leiden Christi. Der heilige Bonaventura sagt, eine einzige Träne, vergossen aus Liebe zum leidenden Herrn, ist wertvoller als ein ganzes Jahr bei Wasser und Brot. Ich wiederhole nochmal. Eine einzige Träne, vergossen aus Liebe zum leidenden Herrn, ist wertvoller als ein ganzes Jahr bei Wasser und Brot. Da sehen wir mal, was für einen unglaublichen Stellenwert die Betrachtung des Leidens Christi hat und dass wir uns wirklich, wie der Pater Pfluger gestern sehr schön gesagt hat in dem kurzen Statement, dass es so wichtig ist, dass wir uns mit diesem Leiden Christi identifizieren und dass wir das wirklich vor Augen haben. Eine zweite Vorbemerkung. Ich möchte an die 5 Punkte erinnern, die der heilige Ignatius in seinen Exerzitien zu Beginn der Betrachtung über das Leiden Christi eben den Exerzitanten vorlegt. 5 Punkte, die wir vor Augen haben müssen, sollen, wenn wir das Leiden Christi betrachten. Der erste Punkt ist, Jesus leidet. Er leidet wirklich. Ja, das ist nicht einfach nur, ja, er war ja Gottes Sohn und das war für ihn alles ein bisschen einfacher und wir werden das gleich noch sehen. Das ist gar nicht der Fall. Ja. Sondern er ist natürlich wahrer Gott, aber er ist auch wahrer Mensch. Und er hat wirklich gelitten. Ja, da gab es ja diese Irrlehre der Doketen, die gesagt haben, das war nur ein Scheinleib, der hat ja gar nicht richtig gelitten, war nur ein bisschen Schau. Aber Christus hat gelitten. Jesus leidet, das sagt der heilige Ignatius, der erste Punkt. Der zweite, Jesus will leiden. Das ist der große Unterschied zu unseren Leiden. Ja? Jesus will leiden und er tut es freiwillig. Er wird nicht zum Leiden gezwungen. Er übergibt sich freiwillig den Henkern. Denken wir an die Szene im Ölgarten. Ja? Er zeigt zuerst nochmal richtig, dass er die Macht hat. Ja? Wen suchet ihr? Jesus von Nazareth. Zack, fallen sie alle auf den Boden. Das waren keine Gummibärchen, die da standen. Das waren gestandene Männer. Das waren Soldaten. Was denkt ihr, wie peinlich das für die war, jetzt plötzlich hier auf den Boden zu fallen? Und dann noch rückwärts. Ja? Also Jesus zeigt nochmal, ich habe hier die Gewalt und wenn ich mich in eure Hände gebe, dann ist, weil ich das freiwillig zulasse, weil ich für das Heil der Welt leiden will. Freiwillig. Der dritte Punkt, die Gottheit ist wie verhüllt. Ja? Also Jesus verhüllt im Leiden gewissermaßen seine Gottheit. Die ist irgendwo wie nicht mehr sichtbar. In manchen Punkten kommt sie noch so ein bisschen durch, aber das ist ja gerade das große Ärgernis für die Juden und für die hohen Priester am Kreuz. Und wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch herab. Ja? Sie nehmen Ärgernis daran, dass wenn der von sich behauptet ist, er ist der Messias, er hängt jetzt plötzlich elend am Kreuz und verblutet und stirbt. Die Gottheit ist wie verhüllt. Und das ist für uns auch manchmal eine Schwierigkeit. Ja? Vielleicht nicht so wie damals für die Apostel, ja, die ja an ihm Ärgernis auch genommen haben, die davongelaufen sind. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Die Gottheit ist wie verhüllt. Der vierte Punkt, jetzt wird es ein bisschen persönlich, er tut es allein für mich. Christus leidet allein für mich. Das heißt, er hätte es auch getan, wenn ich der einzige Mensch wäre. Und er hat mich auch ganz persönlich, ganz direkt vor Augen.
Er ist Gottes Sohn, er ist Gott, er ist allmächtig, allwissend. Es ist überhaupt kein Problem für Christus, jeden Einzelnen von uns während dem Leiden auch vor Augen zu haben. Und so war es auch. Also er tut es allein für mich, er denkt an mich, er weiß von mir. Ich bin nicht einfach nur ein Teil irgendeiner riesigen Masse und Christus hat mich sowieso nicht im Blickfeld, sondern er sieht es. Er sieht es auch, er sieht meine Sünden, er sieht die Wiedergutmachung für mich persönlich. Und der fünfte Punkt dann stellt der heilige Ignatius die Frage, was tue ich für Christus? Gute Frage, was tue ich für Christus? Und das soll auch das Leiden, die Betrachtung über das Leiden Christi auch in uns hervorbringen, diese Sehnsucht, was tue ich für Christus? Eine Sehnsucht wirklich, etwas zurückzugeben. Und nicht einfach nur, ja schön, Christus leidet, betrachten wir ein bisschen, ganz nett, sondern er hat es für mich getan, was tue ich für ihn? Das als Vorbemerkung. Gehen wir mal zur ersten Frage. Der heilige Thomas von Aquin, gestern war übrigens sein Fest, stellt sich die Frage, war es notwendig, dass Christus für die Befreiung der Menschen litt? Ne, mal so ganz grundsätzlich gefragt. Und er antwortet mit dem heiligen Evangelisten Johannes im dritten Kapitel, das ist das Gespräch mit Nikodemus, der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht untergehen, sondern das ewige Leben haben. Also Christus musste uns erlösen. Ja, es gibt keinen anderen Weg. Er musste uns erlösen. Ob er dann genau dieses Leid hätte wählen sollen, das werden wir gleich noch sehen. Ja. Aber grundsätzlich, die Erlösung war notwendig, denn wir haben uns durch die Sünde von Gott getrennt und dieses große Unrecht konnte nur der Gottessohn wieder gerade biegen, wieder die Ordnung wiederherstellen, weil es eine Beleidigung, eine unendliche Beleidigung Gottes ist, die Sünde. Der Mensch kann sie aus sich heraus nicht wieder gut machen. Und dann bringt er noch ein paar Argumente einfach zusätzlich. Er sagt, durch die Demut des Leidens verdiente Christus die Verherrlichung des Leibes. Also, ja, Christus hat ganz demütig gelitten und hat sich dadurch die Verherrlichung verdient, ja, wenn man menschlich gesehen, ja, eben. Christus sagt es ja zu den Emmaus-Jüngern, musste nicht Christus so leiden, damit er in die Herrlichkeit eintrete. Ja. Ihr kennt dieses Gespräch am Ostermontag im Evangelium. Und der dritte Punkt, es war notwendig, um die Vorherbestimmung zu erfüllen. Der Menschensohn geht dahin, soweit dies bestimmt ist. Und in Lukas heißt es, dies sind die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich bei euch war. Da es aber notwendig war, dass sich an mir erfülle, was Moses und die Propheten und die Psalmen über mich geschrieben haben, dass es so geschrieben steht, so musste Christus leiden und so eintreten in seine Herrlichkeit. Also der heilige Thomas sagt hier sozusagen, wenn Gott das Leiden Christi durch die Propheten vorausgesagt hatte, dann musste er das natürlich auch erfüllen. Ja. Ist natürlich etwas schwächeres Argument, aber klar, aber aus dieser Perspektive dann schon. Jetzt zu Zeitpunkt Christi muss er leiden, denn es war so vorausgesagt. Jetzt kommt die spannende Frage, wäre eine andere Art und Weise der Erlösung möglich gewesen? Das habt ihr euch vielleicht ja auch schon mal gestellt, die Frage. Hätte Christus das nicht ein bisschen anders machen können? Musste das unbedingt auf diese Weise sein? Und hier sagt der heilige Thomas, absolut gesehen, also jetzt einfach mal ganz losgelöst von den verschiedenen Bedingungen, ja, natürlich, bei Gott ist nichts unmöglich. Gott hätte sich auch einen anderen Weg wählen können. Hätte sagen können, ich leide durch Verbrennung oder ich leide durch Geißelung einfach nur. Ja. Also da wäre auf jeden Fall was anderes möglich gewesen. Was wir gesehen haben, ist, er musste uns erlösen, ja. Aber welchen Weg er einschlägt bei dieser Erlösung, das ist Gott überlassen. Und wir werden auch gleich sehen, warum dass er diesen Weg eingeschlagen hat. Gemäß dem Vorwissen Gottes allerdings müssen wir die Frage mit Nein beantworten. Denn Gott hat das Leiden Christi vorausgewusst, vorausbestimmt, wie wir vorher schon gesehen haben. Die Propheten haben das auch vorausgesagt. Und daher musste es dann auch zu diesem Zeitpunkt so geschehen. Ja. Ist klar, das verstehen wir. Eine nächste Frage. Wäre eine andere Art und Weise angemessener gewesen? Ja, auch interessant. Heilige Thomas stellt sich diese Frage, war das wirklich das Richtige? Hat der Gott das richtig entschieden, dass Christus durch diese Erniedrigung am Kreuz so verblutend und so weiter und so fort gelitten hat? Und der heilige Thomas gibt die Antwort, ja, diese Art des Leidens war die beste. Also ja, es war angemessen, es war tatsächlich die beste Art des Leidens. Und er gibt jetzt hier auch ein paar Punkte und erklärt das, warum das so ist.
Er sagt erstens, dadurch erkennt der Mensch, wie sehr Gott ihn liebt. Ja, wir haben vorher dieses Argument beim heiligen Ignatius schon gehabt. Es war die beste Art des Leidens, weil dadurch erkennt der Mensch, wie sehr Gott ihn liebt. Wenn also Christus hätte ja die Menschheit erlösen können durch einen Blutstropfen, ja, hätte sich einmal in den Finger geschnitten, ja, oder hätte irgendein kleines Leiden ertragen. Das kleinste Leiden Christi ist das Leiden Gottes, ja, in der Person Gottes. Und er hat einen unendlichen Wert. Von daher hätte ein ganz kleines Leiden hätte genügt. Aber wie hätten wir dann die Liebe Christi erfahren? Wenn wir jetzt das Kreuz vor Augen haben, wenn wir diese ganze Passion durchgehen, dann berührt das den Menschen. Und gerade in den ignatianischen Exerzitien, wenn da die Exerzitanten, ja, das Leiden Christi dann ganz tief betrachten, dann führt das oft auch eben zu Bekehrungen. Ja, dass die Leute sagen, das ist ja unglaublich, was Gott für mich getan hat. Ja, was der alles auf sich genommen hat. Ja, die ganze Passion hindurch. Bis wirklich zum letzten schmählicher Tod am Kreuz. Also das ist ein Hauptargument. Ja. Der Mensch erkennt dadurch, wie sehr Gott ihn liebt. Er wird angeregt, sagt der heilige Thomas, Gott wieder zu lieben. Er wird angeregt. Das zweite Argument ist, auf diese Art und Weise, also den Kreuzestod, gab der Herr uns ein Beispiel der Demut, klar, absolute Erniedrigung, des Gehorsams, er hat den Willen des Vaters erfüllt, der Standhaftigkeit, ja, das ging ja über eine Zeit lang, ja, so allein am Kreuz 3 Stunden auszuharren, Standhaftigkeit, der Gerechtigkeit, damit wir sehen, was die Sünde Gott kostet, ja, Frage der Gerechtigkeit. Das wird hier durch den Kreuzestod noch viel sichtbarer, als wenn er einfach ein kleines Leiden auf sich genommen hätte. Und der anderen Tugenden, die durch dieses Leiden eben dargestellt werden. So heißt es im 1. Petrusbrief, Christus hat für uns gelitten und uns ein Beispiel hinterlassen, dass wir seinen Spuren folgen. Ja, sehr schön. Das dritte Argument, der Mensch ist nunmehr gezwungen, sich von Sünden freizuhalten. Jetzt werdet ihr sagen, was, warum werde ich jetzt gezwungen, mich nicht mehr zu sündigen? Das ist heilige Thomas von Aquin, der hier sagt, ja, denken wir an das Zitat vom heiligen Paulus im 1. Korintherbrief, gekauft seid ihr um einen hohen Preis, verherrlicht und traget Gott in euren Leibern. Also er sagt hier, wenn wir betrachten plötzlich, was Christus, wie viel er bezahlt hat, dass wir wieder erlöst sind, ja, dass wir wieder im Stande der Gnade sein können, dann sind wir in gewisser Weise eben durch dieses Getroffensein der Liebe Gottes gezwungen, uns von der Sünde fernzuhalten. Ja, also wir können das Gott nicht antun. Ich weiß ganz genau, wenn ich sündige, dann habe ich Teil dann bin ich sozusagen mitschuldig an diesen Folterqualen, an diesen unermesslichen Leiden. Und der vierte Punkt, die Würde des Menschen ist mehr bewahrt. Ja, da denkt man jetzt wieder, was meint das jetzt, die Würde des Menschen ist bewahrt? Und da sagt der heilige Thomas, denn wie ein Mensch vom Teufel getäuscht und überwunden worden war, so hat ein Mensch nun den Teufel überwunden. Interessantes Argument, ja. Also, ja, der Mensch wurde vom Teufel überwunden im Paradies, ja. Adam und Eva wurden hinterlistig überwunden. Und jetzt sagt der heilige Thomas, um diese Würde wiederherzustellen, überwindet jetzt ein Mensch, natürlich auch ein Gott, ja, aber er ist ja auch Mensch, den Teufel durch diesen Kreuzestod. Auch ein interessanter Aspekt. Und wie ein Mensch den Tod verdiente, so hat ein Mensch durch den Tod getötet. Wir werden das ja auch in der Osternacht hören. Tod, wo ist dein Stachel? Ja, Christus hat den Tod besiegt. Nicht nur die Sünde, sondern auch den Tod. Ja. Hier steht jetzt nicht irgendwie was drin, warum es jetzt nicht Verbrennung gewesen ist. Warum es? Warum es jetzt keine Verbrennung war zum Beispiel. Das kommt noch, die Arten kommen noch. Das ist nämlich die nächste Frage jetzt. Also die Frage war, warum war das jetzt das Kreuz und nicht Verbrennung oder irgendwas anderes? Und diese Frage stellt sich der heilige Thomas, er stellt sich wirklich so beinahe jede Frage, ja. Und wir sehen jetzt hier in diesem Vortrag nur einen kleinen Ausschnitt. Und wer interessiert ist, dem werde ich am Ende dann sagen, wie er sich weiterbilden kann. Musste Christus am Kreuz leiden? Das ist die Frage. Ja. Musste das unbedingt am Kreuz geschehen? Und auch hier sagt der heilige Thomas, der Kreuzestod war im höchsten Maß angemessen. Und er gibt uns jetzt hier wieder ein paar Gründe. Das erste ist wiederum das Beispiel der Tugend. Und hier zitiert er den heiligen Augustinus, der sagt, die Weisheit Gottes hat den Menschen angenommen als Beispiel,
damit wir recht leben. Dies aber gehört zum rechten Leben, das nicht zu fürchten, was nicht zu fürchten ist. Es gibt nämlich Menschen, die zwar nicht den Tod fürchten, jedoch zurückschrecken vor der Todesart. Damit also die Menschen, welche ein rechtes, tugendhaftes Leben führen, keine Todesart zu fürchten haben, hat der Sohn Gottes die schrecklichste und von allen gefürchteste Todesart gewählt. Ja. Er wird gleich sagen, warum das die schrecklichste ist. Ja, das kommt gleich. Also, er hat uns im höchsten Maß ein Beispiel der Tugend gegeben in diesem Leiden. Ein zweiter Punkt, ein zweites Argument, das Kreuzestod war eine Genugtuung der ersten Sünde. Das ist jetzt ein bisschen allegorisch. Der heilige Thomas sagt, die erste Sünde geschah an einem Baum, an einem Holz. Ja, nämlich am Baum des Lebens. Da hat ja Adam und Eva von dieser Frucht gegessen. Und nun muss sozusagen das wiederhergestellt werden. Also Christus wollte deshalb am Holze gekreuzigt werden, um gleichsam zurückzustellen, was Adam genommen hatte. Nach dem Propheten, Psalm 68 wird hier zitiert, was ich nicht geraubt habe, das habe ich damals bezahlt. Es verachtete Adam das Gebot und nahm vom Baume die Frucht, so sagt der heilige Augustinus, aber was Adam verloren, hat Christus am Kreuze gefunden. Ja, sehr schöne Allegorie. Dann ist der Kreuzestod im höchsten Maße angemessen, da es uns vorbereitet auf das Aufsteigen durch die Gnade. Das ist auch wieder ein schönes Bild, dass der heilige Thomas sagt, Christus ist aufgerichtet am Holz und er stirbt sozusagen in dieser Aufrichtung. Und er sagt ja auch im Johannesevangelium, wenn ich erhöht sein werde von der Erde, werde ich alles an mich ziehen. Das heißt, durch das Kreuz, durch die Erhöhung gehen wir in den Himmel ein. Ja, das ist ein Bild natürlich. Ja. Ein vierter Punkt, ein viertes Argument ist, es war höchst angemessen, weil seine Erlösung ja dem gesamten All zukommt. Jetzt kommt ein bisschen eine interessante Interpretation vom heiligen Gregor von Nyssa, der sagt, und nicht nur er, auch Damaszenus und Augustinus sagen, dass eben die Figur des Kreuzes die Berührungspunkte in der Mitte nach den vier äußersten Seiten sich hin erstrecken und somit wird eben die Gewalt und die Vorsehung gezeigt oder versinnbildlicht an die, die an ihn glauben. Also er stirbt am Kreuz mit ausgespannten Armen, dass er mit der einen Hand das alte Gesetz und mit der anderen die Heidenvölker erfasse. Also es ist sozusagen eine symbolische Geste der Umfassung des ganzen Alls, ja, der ganzen Schöpfung. Ein fünfter Punkt, es bezeichnet die Tugenden. Durch diese Todesart, sagt der heilige Augustinus, ja, werden die verschiedenen Tugenden bezeichnet. Nicht umsonst hat er eine solche Todesart erwählt, dass er als Herr und Meister dastehe, der Breite und der Höhe und der Länge und der Tiefe, wovon der Apostel spricht. Denn die Breite, wovon der Apostel spricht, wonach seine Hände angenagelt waren, bezeichnet die guten Werke. Die Länge, welche von oben nach unten geht und welche festhält den ausgestreckten Körper, deutet hin auf die Beharrlichkeit und die Langmut. Die Höhe ist jenes Holz, welches vom gemeinsamen Berührungspunkt aus da hinaufgeht, worauf das Haupt ruht. Es drückt aus die Hoffnung auf die himmlischen Güter. Die Tiefe aber, das Holz also, welches in die Erde hineingeht und wodurch alles getragen wird, weist hin auf die Tiefe der unverdienten Gnade. Und so ist das Holz, woran hingen die Hände des Leidenden, geworden die Lehrkanzel für den Lehrenden. Ja, sehr schön. Also heiliger Augustinus sagt, das Kreuz ist die Lehrkanzel. Christus hängt daran und er lehrt uns vom Kreuz eben diese Tugenden. Diese verschiedenen Tugenden, ja, so wie das jetzt der heilige Augustinus eben dargestellt hat. Und ein letzter Punkt, den heilige Thomas bringt, ist, der Kreuzestod bringt viele Figuren zum Ausdruck, also Vorbilder. Und hier sagt er, denn aus den wogenden Wassern der Sündflut wird das Menschengeschlecht durch eine Arche von Holz befreit. Also das Kreuz, ein Stück Holz. Dann ein Stab in der Hand Moses teilte das Rote Meer für das Gottesvolk, das da Ägypten verlassen hatte. Das Meer streckte nieder den Pharao, befreite das auserwählte Volk. Also ein Stab, das Kreuz ist ein Stab, wie der Stab Moses.
Der nämliche Moses wirft ein Holz in das bittere Meer und dessen Wasser werden süß. Ja, kann man wieder sehr schön andeuten dann auf das Gnadenleben. Ein hölzerner Stab lässt Wasser fließen aus dem Felsen. Denkt an das Schlagen an den Felsen in der Wüste. Und hier auch, durch das Kreuzes Holz fließt die Gnade uns zu. Und damit Amalek besiegt werde, betet er auf den Stab gestützt Moses mit ausgebreiteten Händen. Das Gesetz Gottes wird anvertraut der Bundeslade aus Holz. Und so sehen wir, dass in allem wie auf Stufen zum Holz des Kreuzes man emporsteige. Also das sind jetzt so wieder allegorische Bedeutungen, die hier dem Kreuze beigemessen werden. Also es war höchst angemessen, dass Christus am Kreuz leidet, aufgrund dieser Punkte. Wir werden das gleich noch vertiefen, ja. Denn die nächste Frage, die sich der heilige Thomas eben stellt, ist, hat Christus in seiner Passion alle Arten und Gattungen von Leiden getragen? Ja, das kann man sich auch, man denkt, vielleicht habt ihr euch ja diese Überlegung schon mal gestellt, ja, hat Christus jetzt wirklich tatsächlich, wenn es das höchste Leid war, hat er da alles durchgemacht? Und da sagt der heilige Thomas natürlich, was die Arten von Leiden betrifft, natürlich nicht, ja. Er wurde zum Beispiel eben nicht verbrannt, ja. Weil er sagt, gewisse Arten des Leidens sind sich auch entgegengesetzt. Also wenn du verbrannt wirst, kannst du nicht gekreuzigt werden. Also hat er natürlich nicht alle Arten des Leidens durchgemacht. Ja? In diesem Sinne nicht, aber in gewisser Weise sagt er ja. In gewisser Weise hat Christus alle Arten und Gattungen von Leiden ertragen. Und warum jetzt? Jetzt kommt die Erklärung. Er sagt zunächst einmal bezüglich den Menschen, welche ihm Leid zufügten. Ja, das ist doch etwas Bemerkenswertes. Also er wurde sozusagen von allen Menschenschichten, ne, oder Bevölkerungsschichten wurde er angegriffen. Von Heiden, von Juden, von Männern, von Frauen, von Mägden, von Fürsten, von Vertrauten, Judas, von Leuten aus dem Volk, von Bekannten. Ja. Also während eben andere vielleicht nur durch einen Tyrannen einen Tod erdulden oder wiederum andere, weil sie meuchelmörderisch von irgendeinem Feind umgebracht werden, hat Christus eben tatsächlich alle Bevölkerungsschichten als Feinde gehabt, ja, die ihm das Leid zugefügt haben. Das ist der erste Punkt. Dann sagt der heilige Thomas von Aquin, er hat in allem gelitten, worin jemand überhaupt leiden kann. Also er hat alle Arten von verschiedenen Leiden durchgetragen in der Weise, dass eben Lästerungen, Verspottungen, Trauer, Überdruss, also das ist hier dieser Teil, ich muss es gerade mal schnell suchen. Genau, in seinen Freunden, die ihn verließen, in seinem guten Ruf durch die gegen ihn ausgestoßenen Lästerungen, in der Ehre und im Ruhme, durch Verspottung und Schmähungen, in seinen Sachen, indem man ihn seine Kleider beraubte, in der Seele durch die Trauer, in Überdruss, Furcht, im Körper durch Schläge und Wunden. Ja, also er sagt, in so vielen Bereichen wurde Christus eben tatsächlich verletzt. Ja. Und so in dem Sinne kann man sagen, hat er dann eben alle Arten und Gattungen von Leiden getragen. Ein weiterer Punkt, der heilige Thomas sagt, Christus hat in allen seinen Gliedern gelitten. Und so weit kann man auch wieder sagen, er hat alle Arten des Leidens getragen, weil es war wirklich, es hat jedes Glied betroffen, sein Haupt, seine Hände, seine Füße. Der heilige Thomas sagt das hier sehr schön, ich lese es auch vor. Er litt am Haupte durch die stechenden Dornen, in den Händen und Füßen durch die scharfen Nägel, im Antlitz durch Speichel- und Faustschläge, im ganzen Leibe durch die Geißelschläge. Er litt am Tastsinn, weil gegeißelt und mit Nägel durchbohrt, am Geschmackssinne, weil mit Galle und Essig getränkt, am Geruchssinn, weil aufgehängt, am Kreuz auf der Schädelstätte. Schädelstätte war der Ort, wo man die Verurteilten einfach hingeschmissen hat. Das heißt, es hat sehr gestunken da. Ja, deswegen sagt er am Geruchssinn, ja, sogar. Dann, er hat gelitten, ja, an der Schädelstätte, dem Platz für die Leichname, am Gehörsinn durch die grässlichsten Schmähworte und das Geheul des Volkes, am Gesichtssinn, also sehen, sehend die Mutter und den Jünger, den er liebte, wie sie weinten. Ja, das ist interessant. Er geht also wirklich diese ganzen verschiedenen Bereiche durch. Christus hat wirklich in all seinen Teilen des Leibes hat er gelitten.
Und insofern kann man sagen, ja, man muss es immer natürlich angewendet verstehen, hat Christus alle Arten und Gattungen von Leiden getragen, soweit es eben in einer Art schlussendlich in einer Todesart möglich ist. Ja? So muss man es verstehen, in einer Todesart. Ja. Und er bringt auf den dritten Einwand, also ihr wisst ja, in der Summa Theologica ist immer ein Artikel ist immer aufgebaut mit Einwänden, dann kommt der Hauptteil, ist die Antwort, und nachher beantwortet der heilige Thomas die Einwände, die er am Anfang gestellt hat. Und auf den dritten Einwand antwortet er, das fand ich noch bemerkenswert, deswegen habe ich den herausgegriffen, genügt hätte der Gerechtigkeit halber das geringste Leiden des Gottessohnes. Seine Liebe aber wollte alle Leiden für uns annehmen. Also das hätte genügt, dass wir uns dessen bewusst sind. Es hätte genügt, wenn Christus ein ganz kleines Leiden auf sich genommen hat. Das sagt der heilige Thomas von Aquin hier ganz ausdrücklich. Also beispielsweise die Beschneidung, Christus wurde beschnitten am achten Tag, es hätte genügt. Dadurch hätte die Welt erlösen können. Da ist Blut geflossen, er hat gelitten. Ja, sehr, sehr verborgen natürlich, das hat keiner groß mitbekommen, aber es hätte genügt. Aber wo hätten wir da die Liebe Christi gespürt? Und woher, ja, hier, wenn wir jetzt das wirklich vor Augen haben, was Christus hier alles durchgemacht hat eben, tatsächlich in gewisser Weise alle Arten und Gattungen des Leidens in dieser Passionsart, dann sehen wir, wie seine Liebe zum Ausdruck kommt. Und eine Frage, die jetzt immer noch ein bisschen im Raum steht, ja, jetzt wissen wir so ein bisschen, Kreuz war sehr, sehr angemessen, der Kreuzestod, haben wir ja schon gesehen, er hat alle Arten und Gattungen von Leiden getragen in dieser Kreuzestodart. Ja. Aber jetzt vielleicht noch eine Frage, war die Passion Christi der Größe nach größer als alle anderen Schmerzen? Ja, war das hat zu sagen, Christus, der heilige Thomas stellt sich so die Frage, hat Christus eigentlich das Maximum rausgeholt, ja, als Gottessohn, und hätte er nicht noch mehr irgendwo rausholen können? Ja? Eine interessante Frage, ja. Geht er wirklich bis zum Letzten? Das ist ja das, was wir auch in der Heiligen Schrift hören. Christus hat sein Blut vergossen bis zum letzten Tropfen, hat wirklich alles hingegeben. Der heilige Thomas fragt, ist es denn wirklich so? Ja? Hat er wirklich alles ausgenutzt in seiner Möglichkeit? Und er gibt jetzt zuerst mal eine Vorbemerkung und sagt, also in Christus gab es natürlich zwei Arten von Schmerzen. Es gab den körperlichen und den innerlichen Schmerz, ja, körperlichen, seelischen Schmerz. Es gab nicht nur den körperlichen, sondern natürlich den seelischen auch, und der war übrigens auch weitaus größer. Und den innerlichen Schmerz, also hier auch die Trauer, ja, vor allem die Trauer nennt der heilige Thomas hier als innerlichen Schmerz. Und beide waren in Christus im höchsten Grade stark, also im höchsten Grade aktiviert sozusagen. Warum? Warum? Das ist jetzt die interessante Frage. Warum war das so? Diese Behauptung kann man ja einfach in den Raum stellen. Erstens, wegen der Ursache des Schmerzens. Ja. Denn die Ursache des äußeren Schmerzes war der schädigende Einfluss auf den Körper. Der Tod der an das Kreuz Gehefteten aber ist der bitterste. Jetzt ist nochmal hier ein bisschen die Antwort auf die Frage, die wir vorhatten. Der Kreuzestod, war das wirklich das Höchste, das Angemessenste. Hier wird es noch mal ein bisschen vertieft. Er sagt, der Tod am Kreuz geheftet, das ist das Bitterste, was du ertragen kannst. Sowohl, weil man an den empfindlichsten und nervenreichsten Teilen des Körpers, an den Händen und Füßen, an das Kreuz geheftet wird, als auch, weil das Gewicht des Körpers, welches nach unten zieht, beständig den Schmerz vermehrt. Zumal noch die Länge der Zeit hinzukommt, da bei solcher Todesart man nicht gleich stirbt, wie jene, die enthauptet werden. Die Ursache des innerlichen Schmerzes aber waren alle Sünden der Menschen, für die er Genugtuung geleistet hat und die er nach Psalm 21 als die seinigen betrachteten. Ja, das ist jetzt der innere Schmerz, der Schmerz der Seele, diese Trauer. Ja, also er hat wirklich für alle Sünden der Menschen genug getan. Er hat diese ganzen Sünden der Menschen auch gesehen. Es war ja Christus ganz bewusst, für was er hier leidet. Er hat gesehen das Verderben der Juden und anderer, die bei seinem Tod sündigten. Er hat gesehen, dass seine Jünger ihn verlassen haben, dass sie Ärgernis an ihm genommen haben. Und natürlich auch eine Trauer darüber, sein Leben zu verlieren, sein körperliches Leben. Er, Christus war Mensch, war nicht so, ja, jetzt sterbe ich mal. Sondern der heilige Thomas sagt es ausdrücklich, das war ein innerer Schmerz Christi, der Verlust seines körperlichen Lebens, da gemäß der Natur der Mensch, der menschlichen Natur nach, eben ein Mensch, das
ja, sein Leben nicht einfach so hingibt. Ja? Das ist ein Schmerz, auch für Christus war, er sagt, das ist für den Menschen der schwerste Verlust, sein Leben zu verlieren. Können wir gut nachvollziehen. Ja. Also, wegen der Ursache des Schmerzes, der Tod am Kreuz trifft den Körper an den empfindlichsten und nervenreichsten Stellen. Ich fasse nochmal zusammen. Der innere Schmerz, alle Sünden der Menschen, die Ablehnung der Menschen, Ärgernis und so weiter, der Verlust seines Lebens. Und der zweite Punkt dann, und das ist jetzt sehr bemerkenswert, das habe ich am Anfang schon ein bisschen betont, wegen der Empfindsamkeit des Leibes und der Seele. Ja, Christus leidet. Das ist nicht ein Scheinleib. Und er hat im höchsten Maße gelitten. Warum? Und das beantwortet ihm der heilige Thomas. Er sagt, Christus hat den besten Körper gehabt. Er ist Gottes Sohn. Er hat den empfindsamsten Körper gehabt. Er war der vollkommenste Menschensohn. Also der vollkommenste Mensch auch. Er hat den vollkommensten Leib gehabt. Das verstehen wir auch, ja. Weil er eben gleichzeitig Gott ist. Und deshalb hat er eine unglaubliche Empfindsamkeit. Es ist eben nicht so, dass Gott einfach so ein bisschen drüber steht, sondern er empfindet die Schmerzen in einem viel größeren Maße als wir. Weil er einen so ausgeprägten und so empfindsamen Leib hat. Und auch seine Seele ist ja auch während der ganzen Passion immer noch seine Seelenspitze, dazu werden wir noch kommen, in der Anschauung Gottes. Das heißt, er weiß ganz genau, was die Sünde bedeutet. Er ist in seiner ganzen Passion immer aktuell in jeder Sekunde zutiefst getroffen von dieser Grässlichkeit der Sünde. Muss man sich mal vor Augen halten. Das ist einfach so wie bei uns, wir können uns ablenken von solchen Gedanken. Christus hat das immer ganz aktuell gesehen. Ich leide hier für dieses unermessliche Unrecht, das die Menschen Gott zugefügt haben. Ja. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension dann. Ne? Und deswegen ist es tatsächlich, er hat das Maximum rausgeholt. Dann ein dritter Punkt ist, der heilige Thomas sagt, es gibt keine Milderung durch die Vernunft. Ja, wir können gewisse Schmerzen so ein bisschen aus der Vernunft hinaus ein bisschen mildern, ein bisschen abschwächen. Und Christus hat das eben immer ganz total, ganz aktuell erduldet und erlitten. Und ein vierter Punkt, wir haben das von Ignatius schon gehört, es war ein freiwilliger Schmerz. Das ist absoluter Heroismus, freiwillig etwas auf sich zu nehmen, wie das die Märtyrer in gewisser Weise auch tun, aber nur in gewisser Weise. Christus tut noch viel mehr als die Märtyrer, denn die Märtyrer geben sich zwar freiwillig hin, das ist wahr, ja, sie sind bereit, ihr Leben hinzugeben, aber was dann nachher tatsächlich die Qual, die Marter betrifft, ist es keine Freiwilligkeit mehr. Da werden sie überwältigt von der Macht. Ja? Also in die Arena geworfen zu werden und dann von den Löwen gefressen zu werden, da kann ein Christ da im 2. Jahrhundert, der konnte da nichts dagegen tun. Was wollte denn? Christus könnte was dagegen tun. Christus müsste einen Gedanke machen und die Soldaten würden wegfliegen. Das ist immer eine ganz andere Perspektive. Das muss man sich immer vor Augen halten. Das heißt, im gesamten Leiden, Christus ist immer Herr der ganzen Situation. Er ist Gott. Er wird nicht überwältigt von seinen Feinden und ist plötzlich ausgeliefert in der Weise wie ein Märtyrer, der in der Arena steht und einfach nichts mehr tun kann. Wenn der Löwe kommt und mächtiger ist, was willst du denn machen? Ja? Und es gibt auch nochmal hier ein ganz anderes Aspekt, wo man einfach sieht, dieser Schmerz Christi war tatsächlich der größte, und er hätte nicht mehr tun können, weil er hier das auch tatsächlich in jeder Sekunde seines Leidens völlig freiwillig getan hat. Also somit wird eben klar, dass die Schmerzen Christi die größten waren. Aus diesen Überlegungen heraus. Ja. Natürlich, versteht ihr, ganz absolut gesehen, könnte man natürlich sagen, ja, Christus hätte ja noch eine Minute mehr leiden können, dann wäre der Schmerz nochmal ein bisschen größer gewesen. Aber um das geht es dem heiligen Thomas nicht. Um heiligen Thomas geht es um die Intensität seiner Liebe, ob er wirklich von der Art dieser Schmerzen alles ausgenutzt hat, sozusagen, sage ich mal in Anführungsstrichen, was möglich war. Und da sagt der heilige Thomas ja. Also anhand dieser Betrachtungen hat wirklich diese Bereiche bis ins Maximum ausgeschöpft. Eine nächste Frage, die sich der heilige Thomas stellt, ist, hat Christus gemäß seiner ganzen Seele gelitten? Ja. Und hier muss man unterscheiden. Er sagt, sofern unter der Seele das Wesen der Seele gemeint ist, ja. Also wenn man das Wesen der Seele sieht, ja. Aber versteht man darunter die Seelenvermögen, also die Seelenkräfte? Ihr wisst ja, die Seele hat ja gewisse Potenzen, ja, Vermögen, zum Beispiel Verstand und Wille. Ja. Dann aber auch eben Einbildungskraft, Denkkraft, Gedächtnis, das sind die niederen Seelenkräfte. Und hier sagt der heilige Thomas, bei Christus ist es so,
die niederen Seelenkräfte, die haben gelitten. Diese Seelenkräfte, die sich mit dem Zeitlichen beschäftigt haben. Die höheren Teile der Seele allerdings nicht. In den höheren Teilen der Seele war Christus auch während seinem gesamten Leiden in der Anschauung Gottes. Das ist echt für uns ein bisschen schwierig. Wir sagen, wie ist das möglich? Ja, er leidet das Größte, den größten Tod, Martertod. Ja, er wird hier wirklich ans Kreuz geheftet und trotzdem gleichzeitig ist er in der Anschauung Gottes. Und Anschauung Gottes heißt auch ein gewisses Glück, eine gewisse Zufriedenheit. Ja? Sagt man nicht immer, dass an der Stelle, wo er gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen, dass er irgendwie da dann die Anschauung Gottes für ihn nicht mehr sichtbar war oder sowas? Genau, eben nicht. Und das ist eben die Antwort, gibt der heilige Thomas eben hier mit dieser Antwort. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, darf man eben nicht so interpretieren, dass Christus komplett von Gott, also den Gott aus dem Blick verloren hat. Sondern der heilige Thomas oder die Theologen sagen, man muss sich vorstellen, das ist wie ein Berg, die Seele, und die Spitze, also die Spitze ist die Seelenspitze, ja, die höchsten Vermögen der Seele, die sind in der Anschauung Gottes. Und jetzt am Kreuz ist es nicht mehr sichtbar. Mein Gott, warum hast du verlassen? Und sagen die Theologen, das ist wie, wenn du eine Nebelwolke hast, die Spitze von unten nicht mehr sichtbar macht. Dann siehst du tatsächlich das nicht mehr. Und wir haben das am Kreuz dann tatsächlich in dieser Situation, der Beobachter hat gedacht, jetzt hat er Gott völlig aus dem Blick verloren. Bezüglich eben der niederen Seelenkräfte. Ja, er war wirklich absolut in dieses Leiden hineingetaucht. Aber trotzdem, die obere Seelenspitze bleibt in der Anschauung Gottes, weil er Gottes Sohn ist. Auch in diesem Punkt. Also das ist die Antwort der Theologen auf diese Frage. Auch in seinem höchsten Leid, auch in seiner höchsten Verlassenheit, menschlich gesehen, Vorsicht, Christus bleibt in seinem ganzen Leiden auch Gott. Die Gottheit ist wie verhüllt, haben wir gesehen. Das war ja ein Punkt vorher beim heiligen Ignatius. Der dritte Punkt, deswegen sind diese fünf Punkte so wichtig. Es ist wie verhüllt, aber es ist verhüllt. Das heißt nicht, dass Christus seine Gottheit nicht mehr hat am Kreuz. Und somit, solange er Gott ist, bleibt er auch in der Anschauung Gottes. Auch wenn das natürlich dann eben, wie gesagt, nur in der höchsten Seelenregion sozusagen ist. Ja. Also ich hoffe, es wird klar, ja, was damit gemeint ist. Hat Christus zur geeigneten Zeit gelitten? Ja. War denn das der richtige Zeitpunkt? Man sieht, was der heilige Thomas sich alles fragt. Ja. Das hätte ja, warum war das genau zu dieser Zeit? Ja? Für uns ist es Jahre Null, ja, aber der Kreuzestod war ja in seinem 33. Lebensjahr. Hätte das nicht ein bisschen früher sein können, ein bisschen später? Er hätte ja mit 50 Jahren leiden können oder schon mit 12 Jahren. Warum war das genau in diesem Zeit? Und da sagt der heilige Thomas, ja, denn sein Wille war von der göttlichen Weisheit geleitet. Also er sagt einfach mal, die Vorbemerkung, die der heilige Thomas hier gibt, ist, beruhig dich sozusagen, Christus war Gott und somit wusste er durch die göttliche Weisheit ganz genau, wann der richtige Zeitpunkt ist. Also nach dem Ausspruch vom Buch Weisheit, 8. Kapitel, alles hat der Herr zur geeigneten Zeit und am geeigneten Orte vollbracht. Also Christus hat genau gesehen, ob das jetzt optimal ist oder nicht. Gott ist allwissend. Ja. Selbst wenn wir das jetzt nicht genau aus unserer Sicht beschreiben können, warum dieser Zeitpunkt genau der richtige war, er ist allwissend. Er wird gewusst haben, warum das der richtige ist. Und der heilige Thomas gibt dann nur noch auf einen Einwand die Antwort, nämlich Christus wollte im jugendlichen Alter sterben. Das ist jetzt für uns interessant. Und warum? Warum wollte Christus im jugendlichen Alter sterben? Erstens, damit er uns seine Liebe zeige, da er die Welt verließ, als sein körperliches Leben in seiner Vollkraft war. Ja? Also er war nicht schon ein alter Opa und hat gesagt, ja, jetzt ist das Leben eh schon hinüber. Ja, ich gehe jetzt eh auf das Ende meines Lebens zu und ob ich jetzt noch leide. Nein, er sagt in der Vollkraft. Ja. Er hat wirklich... Man sagt ja auch das Vollalter, ja, mit 33 Jahren, da steht wirklich ein Mensch in der Blüte seines Lebens. Er hat die Jugend hinter sich, er ist gereift, er steht irgendwo in der Bahn und er hat noch einen großen Teil seines Lebens vor sich. Und das ist es, ja, er hat noch einen großen Teil seines Lebens vor sich. Also ganz, ganz viel ist noch da, noch ganz viel Aussicht, ja, noch ganz viele Ideen, Visionen. Und in diesem Moment gibt Christus sein Leben hin, um zu sagen, mir ist es nicht zu schade, mein Leben auch auf der höchsten Spitze, ja, der Karriere sozusagen hinzugeben. Ja, ein sehr schöner Gedanke. Oder ein zweiter Punkt, weil es nicht zukömmlich war, also nicht angemessen war, dass in ihm etwas Schwächung der Natur sich zeigte, ebenso wenig wie Krankheit. Ja, also er war da einfach gesund. Ja, er war gesund, er war in voller Kraft.
Und deshalb ist es eben auch sehr angemessen, dass Christus in diesem Alter jugendlich gestorben ist. Damit der Jungsterben, das ist der dritte Punkt, die Vollendung der auferstehenden Leiber vorbilde in sich selber. Ja? Tatsächlich, weil wir werden ja dann gleichgestaltet werden. Und man sagt, dass eben nach der Auferstehung der Toten, dass wir im Vollalter auferstehen werden. Ja. Also wir werden nicht als kleine Kinder im Himmel sein und auch nicht als Opis, sondern im Vollalter. Und übrigens auch absolut hergestellt, also auch in der vollen, also unversehrt. Ja. Das heißt, wenn jemand während seinem Leben blind war, dann wird er im Himmel natürlich nicht mehr blind sein. Wenn jemand dann ein Bein gefehlt hat, wird er im Himmel das Bein nicht mehr fehlen. Wir werden wirklich voll in der vollen Vollkommenheit unseres Leibes, soweit es eben möglich ist. Und so wollte Christus jung sterben und er ist dann auch jung auferstanden, ja, sozusagen, ja, mit 33 Jahren. Und hat dadurch eben uns ein Vorbild gegeben, wie wir dann auch in dieser Vollkraft unseres Lebens auferstehen werden. Also genau in diesem Alter der Vollkraft. Ist Christus am geeigneten Ort gestorben? Ja, war Jerusalem eigentlich der richtige Ort? Hätte das nicht woanders sein müssen? Heiliger Thomas sagt, Christus ist in Jerusalem gestorben, das war der geeignete Ort. Warum? Es war der Ort, der von Gott gewählt wurde für die Darbringung der Opfer im Alten Testament. Denkt daran, der Tempel stand in Jerusalem, hier wurden die Opfer dargebracht und diese Opfer waren ja ein Vorbild für die Hingabe Christi am Kreuz. Deswegen sagt der heilige Thomas, das ist schon mal der Hauptgrund, Christus ist da gestorben, wo die Opfer dargebracht wurden über Jahrhunderte. Und er ist ja die Erfüllung dieses alttestamentlichen Opfers. Das heißt, er wollte das natürlich auch genau da darbringen, wo diese alttestamentlichen Opfer dargebracht wurden. Ja, das ist ganz logisch eigentlich. Weil die Kraft seines Leidens sich der ganzen Welt mitteilen sollte, wollte er in der Mitte des Erdkreises sterben. Gut, das ist jetzt, heilige Thomas sagt eben, Jerusalem, der Nabel der Welt. Ja, gut. Kann man natürlich sehen in der Hinsicht, es war die Hauptstadt des auserwählten Volkes. Es ist das auserwählte Volk. Da kann man nichts dran rütteln. Es ist das von Gott auserwählte Volk. Jerusalem ist die Hauptstadt und in der Hinsicht der Nabel der Welt. Wenn man so will. Ja. Es gehörte zur Demut Christi, das ist jetzt noch so ein bisschen ein Angemessenheitsgrund, dass er an diesem bekannten Ort den schmählichen Verbrechertod stirbt. Deshalb sagt Leo der Große, der die Knechtsgestalt angenommen, erwählt Bethlehem für seine Geburt, Jerusalem aber für sein Leiden. Ja. Er wollte ganz demütig und unscheinbar in diese Welt kommen. Das hat keiner gemerkt, in Bethlehem, irgendwo auf dem Feld. Aber sterben, das heißt sein Leben hingeben für das Heil der Menschen, er hat uns ja nicht bei der Geburt erlöst, sondern bei seinem Tod. Das wollte er am bekanntesten Ort, also in der Hauptstadt, da wo es wirklich alle gesehen haben. Und dann noch zum Paskafest. Ihr wisst, da kamen die ganzen Pilger, die ganzen Wallfahrer kamen nach Jerusalem. Die Stadt war voll zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, er ist wirklich in einem Zeitpunkt gestorben, wo volle Sichtbarkeit da war für das auserwählte Volk. Und ein letzter Punkt hier, um zu zeigen, dass die Bosheit derer, die ihn töteten, von den Judenfürsten ausging. Ja. Und hier zitierte die Apostelgeschichte, es kamen zusammen in dieser Stadt gegen seinen heiligen Knaben, Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Geschlechtern und Stämmen der Juden. Ja. Also er zeigte wirklich, diese Bosheit geht tatsächlich von diesen Fürsten aus. Diese Fürsten haben ihn dem Tode übergeben. Und hier noch ein Zusatz in diesem Artikel. Warum vor den Toren der Stadt? Man könnte jetzt sagen, ja, aber Christus hätte doch, wenn er da diese Opfer erfüllen sollte, das ist auch ein Einwand, den der heilige Thomas bringt, hätte doch im Tempel sterben müssen. Weil da haben ja die Opfer stattgefunden. Warum ist es vor den Toren der Stadt? Und auch diese Frage beantwortet der heilige Thomas. Und er sagt hier, wegen der Wahrheit der Figur, also des Vorbildes, denn, Achtung, der Sündenbock und das Kalb, welche beim feierlichen Opfer zur Sühne der Sünden des ganzen Volkes dargebracht wurden, verbrannte man außerhalb des Tores. Ganz interessant. Ja, das war jüdische Vorschrift, dass man den Sündenbock und das Kalb, welches bei feierlichen Opfer eben zur Sühne der Sünden, Christus stirbt zur Sühne unserer Sünden, das verbrannte man außerhalb der Stadt. Deshalb dieses Holocaustum, Christus ist ja, bringt ja ein Vollopfer dar, ein Holocaustum, er bringt sich ja ganz als Schlachtopfer dar. Das findet zur Sühne für unsere Sünden statt und deshalb auch vor den Toren der Stadt. Ja, dieses Sühnopfer wurde eben
vor den Toren dargebracht. Und deshalb ist Christus tatsächlich an dem Ort gestorben, wo es angemessen war, wo es am treffendsten war. Und damit er uns ein Beispiel gebe, uns vom Verkehr mit der Welt möglichst zu trennen. Ja, das ist interessant. Wir sollen uns vom Verkehr mit der Welt trennen. Und deshalb war das vor den Toren der Stadt stattgefunden. Der Apostel fährt fort, das steht ja hier noch. Gehen wir also zu ihm außerhalb des Lagers und tragen wir mit ihm seine Schande. Und ein dritter Punkt bringt Johannes Chrysostomus. Ich lese vor, das ist ein Zitat von ihm. Damit man nicht meine, er sei nur für jenes Volk gestorben. Deshalb wollte er nicht in der Stadt, in einem Hause oder im Tempel gekreuzigt werden. Außerhalb der Stadt, außerhalb der Mauern, sollte sein Opfer sein, auf das du wissest, das Kreuzesopfer sei für alle, ein Opfer dargebracht von der ganzen Erde, die Reinigung und Darbringung des All. Ja, interessanter Gedanke. Ja, es ist wirklich für alle. Er ist für alle gestorben. Nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden, für die ganze Welt. Ist es angemessen, dass er mit zwei Räubern gekreuzigt wurde? Also immerhin Gottes Sohn. Und hier antwortet der heilige Thomas mit dem heiligen Hieronymus. Ihr wisst, der heilige Hieronymus ist ein sehr großer Exeget, hat die Heilige Schrift tief studiert. Er hat im Heiligen Land gelebt, ist extra dahin gezogen und hat die Heilige Schrift im Heiligen Land ganz, ganz tief studiert. Und er gibt hier einen Kommentar dazu und sagt, was war die Absicht der Juden nach dem heiligen Hieronymus? Der Herr würde an dem Rufe der Räuber beim Volke Anteil haben, weil der Tod ein gemeinsamer war. Das Gegenteil aber fand statt, denn von den zwei Räubern hört man nichts. Das Kreuz Christi aber wird von allen geehrt. Die Könige nehmen ihre Diademe ab, damit sie das Kreuz auf dieselbe setzen. Und auf ihren Purpur nehmen sie es, und auf ihre Tische und auf ihre Waffen. Ja. Also er sagt, es ist genau das Gegenteil geschehen von dem, was die Absicht der Juden war. Ja, sie wollten ihn sozusagen unter den Räubern kreuzigen, Christus, damit eben er mit diesem schlechten Ruf verbunden wird. Aber der heilige Hieronymus sagt, trotzdem nehmen gerade die Fürsten und die Edlen des Volkes das Kreuz Christi auf ihre Kronen, an ihre Schwerter, ja, und lassen sich sozusagen überhaupt nicht davon abhalten, auch wenn er mit Räubern gekreuzigt wurde. Und die Absicht Gottes, warum hat Gott es zugelassen, dass er hier zwischen zwei Räubern gekreuzigt wurde? Wie er für uns den Fluch des Kreuzes auf sich genommen, so wird er für aller Heil zwischen Verbrechern als Verbrecher gekreuzigt. Ja, um noch mehr zum Ausdruck zu bringen, er nimmt hier wirklich den Verbrechertod auf sich für uns, die wir Verbrecher sind. Er hat ja an unserer Stadt gelitten. Ja. Ich bringe hier noch ein paar andere Zitate dazu, und zwar der heilige Leo der Große. Er sagt, zwischen zwei Räubern ist der Herr gekreuzigt worden, von denen der eine zu linken war, damit er am Leidensholze selber bereits zeige, wie die Menschen voneinander geschieden werden sollen, wenn er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Und der heilige Augustinus, das Kreuz selbst war ein Richterstuhl. In der Mitte war der Richter. Einer, der glaubte, wurde gerettet. Der andere, der schmähte, wurde verdammt. Bereits zeigte er an, was er mit den Lebendigen und den Toten machen würde. Die einen wird er zur Rechten stellen, die anderen zur Linken. Ja, interessanter Gedanke. Also so ein bisschen schon ein Vorbild des letzten Gerichtes, das hier in dieser Position zwischen den Räubern, der eine hat sich ja bekehrt und der andere eben nicht, aufgezeigt wird. Und wir kommen zur letzten Frage, 12. Artikel. Hat Christus seiner Gottheit nachgelitten? Interessante Frage. Er war ja nicht nur Mensch, er war ja auch Gott. Und hier kommt zuerst eine Vorbemerkung. Jesus Christus ist der Mensch gewordene Gottessohn. Bei ihm einigen sich zwei Naturen, nämlich die göttliche und die menschliche, in einer Person. Aber die Person ist göttlich. Die Naturen sind in ihrer Eigenart unberührt. Und jetzt gibt er die Antwort. Sonach ist das Leiden der Person Gottes zuzuschreiben. Also es leidet Gott in dem Sinne, dass es die Person Gottes ist. Aber nicht aufgrund der göttlichen Natur, sondern aufgrund der menschlichen. Also, die Person ist eine göttliche in Christus. Und die hat gelitten, denn die Person leidet ja. Es ist ja nicht einfach nur seine Natur, die gelitten hat. Die Akte werden immer der Person zugesprochen. Ja, wenn ich einen Diebstahl mache, dann ist es die Person. Dann kann ich nicht sagen, das war meine menschliche Natur, die gestohlen hat.
sondern ich habe gestohlen als Person. Wenn Christus als Gott in seiner Person gelitten hat, kann man sagen, Gott hat gelitten, ja, in dieser Person, göttlichen Person. Aber er hat gelitten durch die menschliche Natur und nicht durch die göttliche Natur. Durch die göttliche Natur kann er nicht leiden, durch die göttliche Natur ist er unverwundbar. Ja. Aber durch die menschliche Natur ist er eben verwundbar. Deswegen hat er ja eine menschliche Natur angenommen, damit er leiden kann. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. In einer auf dem Konzil zu Ephesus gehaltenen Rede heißt es, denn Mensch und Gott war jener, der litt. Nicht aber die göttliche Natur ist verletzt worden, sondern die menschliche. Nicht einen reinen Menschen haben die Juden gekreuzigt, sondern Gott haben sie geschmäht. Nimm einmal an, ein Fürst spreche durch sein Wort und dies werde aufgeschrieben und das entsprechende Schreiben in die Städte geschickt. Jetzt bringt ein Bild der heilige Thomas. Das Konzil von Ephesus, Entschuldigung. Also ein Fürst schreibt einen Befehl auf ein Papier und schickt es aus in die Städte. Wenn nun jemand diese Schrift zerreißt, so wird er zum Tode geführt. Ja? Du hast die Schrift des Fürsten zerrissen. Er wird zu Tode geführt, aber nicht, weil er etwas Papier zerrissen hat, sondern weil er den Fürst beleidigt hat. Durch das Zerreißen dieses Papieres. Und jetzt wendet er das an. Nicht sicher also glaube sich der Jude, als hätte er einen bloßen Menschen gekreuzigt. Was er sah, war wie das Papier. Was darin verborgen war, das war das Wort des ewigen Fürsten. Interessanter Gedanke, ja? Also die Juden können sagen, ja, wir haben hier nun sozusagen Christus in seiner menschlichen Natur verletzt. Also haben wir ja Gott nicht selber verletzt. Ja, aber das ist wie das Papier des Fürsten. Durch diese Verletzung der menschlichen Natur in Christus haben sie natürlich den, der dahinter steht, natürlich die göttliche Person verletzt. Und deshalb ist es natürlich eine ganz schwere Sünde gewesen und eine schwere Sache. Von der göttlichen Natur selber geboren, nicht mit bloßer Zunge ausgesprochen. Deshalb sagt der heilige Cyrillus, wer nicht bekennt, Gottes Wort habe gelitten, dem Fleische nach, und sei gekreuzigt worden, dem Fleische nach, der sei im Banne. Okay, also ihr seht, der heilige Thomas beschäftigt sich mit vielen Fragen. Das war jetzt vielleicht auch ein bisschen spekulativ, ja. Aber ich glaube, es hat doch so vielleicht das eine oder andere einfach mal ein bisschen belichtet. Denn wenn wir in das Leiden Christi eindringen wollen, dann müssen wir auch mal so ein paar tiefere Fragen stellen, um uns mehr Gedanken zu machen, was waren da alles für Aspekte mit verbunden mit diesem Leiden. Und wer das gerne noch ein bisschen weiter vertiefen möchte, also das war jetzt ein Artikel, der heilige Thomas beschäftigt sich aber noch weitere Kapitel. Das 47. Kapitel geht noch um das Leiden Christi, das 48. sehe ich, das 49., das 50. und dann das 51. ist über das Begräbnis Christi. Ja. Also das sind nochmal ein paar Kapitel, die da folgen mit mehreren Artikeln. Also wer ein iPhone-Endgerät hat, der kann sich eine App runterladen, die heißt iPieta. Das ist eine ganz tolle App, iPieta. Und da drauf habt ihr nicht nur Kirchenväter, Heilige Schrift, Gebete, Katechismus des Heiligen Pius X., also unglaublich, ein Kompendium des Heiligen Pius X., das ist eine riesen Datenbibliothek, sondern ihr habt auch die gesamte Summa Theologica. Gibt es auch für Android, die iPieta? Okay, also auch für Android. Und das ist wirklich toll, damit arbeite ich, ja. Da habt ihr lateinischen Text, ihr habt die deutsche Übersetzung und das kann man wie einfach mal jetzt in der Fastenzeit einfach mal als geistliche Lesung. Und ich glaube, man braucht kein Internet. Oder? Nein, wenn man sich einmal runtergeladen hat, ist es auf dem Endgerät. Und dann kann man das lesen und ihr habt jetzt gesehen, so schwierig ist es nicht zum Verstehen, ja. Und wenn man da einfach nur mal in der Fastenzeit jeden Tag mal nur eine Questio liest, ja, was hat der heilige Thomas zu dieser Frage geschrieben, dann dringt man so Stück für Stück in dieses Leiden ein und belichtet es einfach nochmal von einer ganz neuen Seite. Und das hilft uns dann eben auch in der Passionszeit dann wirklich auch das Leiden Christi nochmal viel intensiver vor Augen zu haben.